Hallihallo Freaks and Friends und willkommen zurück zu einem Adventskalender-Unboxing-Video. Ein sehr seltenes Format auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mich bewusst für einige, für einzelne Adventskalender entschieden und einer meiner liebsten Kooperationspartner seit mehreren Jahren ist der Herzens-Beauty-Dealer-Shop Purish. Jetzt hat Purish ein neues Special im Angebot und zwar launcht Purish jetzt neue Adventskalender von Essence und Catrice und zwar Montag, also morgen, wenn am Sonntag das Video online gehen sollte, wovon ich ganz stark ausgehe. Und zwar ist es einmal dieser Essence Do-It-Yourself Adventskalender. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Adventskalender. Ich habe hier nur den, das reicht mir auch völlig aus. Den packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Aber warum das Ganze so speziell ist, Purish hat sich überlegt, dass ihr auf einen Adventskalender-Bundle, also zwei Stück, je nachdem, welche ihr kombinieren wollt. Wartet, ich muss kurz schauen. Ich habe die E-Mail gefunden. Mit eurem Affiliate-Code bekommen eure Follower 15% Rabatt auf den Kauf von zwei Kalendern. Genau, also das ist die Bedingung, ihr müsst zwei Kalender kaufen. Aber ich kann euch gleich sagen, den ich hier habe, der lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe da nämlich schon mal reingeguckt. Ich bin sonst, wie gesagt, nicht so ein Fan davon. Aber als Purish mir gesagt hat, ey, Peggy, schau mal, was wir vorhaben und so. Ich war von dem Konzept sehr angetan und finde das schon sehr, sehr niedlich. Denn es ist ein Do-It-Yourself-Kalender, wie ich sagte. Also ab morgen könnt ihr dann so ein Bundle shoppen, falls ich es nicht schon mal gesagt haben sollte. Mit 15% Rabatt mit meinem Affiliate-Rabattcode Peggy15. Ich habe, wie gesagt, diesen Essence-Kalender hier, Do-It-Yourself-Essence-Kalender. Und der hat 24 Türchen, aber keine Türchen an sich, sondern Tüten. Und zwar ist das erstmal schön recycelbar alles. Ihr habt nicht ganz so viel Verpackungsmüll. Und das ist folgendermaßen eingepackt. Hier seht ihr nämlich schon, dass ihr das Ganze dann do-it-yourself-mäßig selber einpacken könnt. Ihr habt hier 24 so eine kleinen Papptüten im Weihnachtsdesign. Ihr habt hier Sticker. Ratet mal, wie viele. 24, ich raste aus. Und dann habt ihr nochmal ein Plättchen. Ein Plättchen. Ich labe heute echt nur Kacke. Ihr habt hier eine Liste von den Produkten, die da drin sind in dieser Box. Und das ist euer Adventskalender, ja? Hier könnt ihr sehen, welche Produkte ihr verstecken könnt in diesen einzelnen Türchen und ihr könnt das ganz individuell anpassen, je nachdem, für wen ihr den Kalender halt selber bastelt. Da wisst ihr ja schon, was die Person vielleicht besonders bevorzugt. Vielleicht hat die Person auch im Dezember Geburtstag. Da packt ihr dann vielleicht das Lieblingsprodukt von der Person rein. Also ich finde, das Konzept ist sehr, sehr niedlich, sehr durchdacht und halt einfach mal was anderes. Deswegen wollte ich euch diesen Adventskalender jetzt vorstellen. Genau, ich zeige euch jetzt erstmal die Türchen. Also da ist nichts Besonderes dran, wie gesagt. Das sind solche, ja, kleinen Kartons. Kartons. Kennt ihr bestimmt vom Plätzchenbacken, oder? Da kann man auch sich so eine schöne Tüten kaufen für und die dann einfach schick verpacken. Dann könnt ihr den Sticker draufkleben, je nachdem, welches Türchen es halt sein soll. Hier packt ihr das Ganze rein, macht das zu. Das könnt ihr ja dann auch zukleben mit dem Sticker. Und dann könnt ihr nach eurem eigenen Geschmack halt diesen Adventskalender dann aufbewahren. Ja? Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die zu drapieren. Es gibt ja solche Weihnachtsbäume, die man dann an die Wand hängen kann, wo solche Tüten dann reinpassen. Oder ihr stellt es einfach nur schick angerichtet auf irgendein Tablett. Oder ihr haut es einfach in die Ecke. Macht's, wie ihr das für richtig erachtet. Und das finde ich so schön daran. Also so gestalten, wie ihr das wollt. Das lässt viel Raum für die eigene Kreativität. Genau, und wir schauen jetzt rein, was ihr in die jeweiligen 24 Geschenktüten so reinpacken könnt. So, wir fangen mal random an. Ich habe hier nichts irgendwie sortiert. Ich greife jetzt hier einfach mal rein und habe direkt vier Türchen quasi, und zwar vier Nagellacke. Einmal ist das dieser Shine Last and Go Nagellack in der Farbe Everybody Say Yeah. Das ist so ein schöner Mintton. Dann habt ihr einen zweiten, auch die gleiche Aufmachung in der Farbe Endless Summer. Das ist so ein schöner Korall-Sommerton. Das ist so ein French Manicure-Nagellack. Da haben wir nochmal ein bisschen was anderes, auch ein Nagellack. Damit könnt ihr aber die anderen Töne so ein bisschen aufpeppen. Das ist so ein kleiner Effekt-Topcoat. Einfach nur mit ein bisschen goldener Schimmer. Mit einem bisschen goldener Schimmer. Als nächstes haben wir Lippenprodukte. Und zwar diese drei. Die sehen relativ ähnlich aus. Es sind aber unterschiedliche. Und zwar haben wir zweimal die Semi-Shine Lipsticks in diesen zwei Farben. Einmal die Farbe 104 First Love
und dann noch die Farbe 102 True Me. Ah, richtig cool. Der Lippenstift, das ist hier die Reihe This Is Me. Das ist die Farbe Enough. Das ist jetzt wirklich von hell nach dunkel gegangen hier mit der Color Range. Und das ist wirklich ein richtig toller Herbstton. Wow. Der sieht sehr schön aus, sehr herbstlich. Und das ist auf jeden Fall ein richtiges Statement, ja. Also hier ist auch wieder für jeden Geschmack was dabei. Wir machen direkt weiter mit den Lippenprodukten. Und zwar kommt jetzt Lipgloss. Angelehnt an die Nagellackfarben, finde ich irgendwie, ne? Also dieser Lipgloss, Shine, 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 das ist auch Shine, Shine, Shine. Okay, das sind zweimal die gleichen, nur in einer anderen Farbe. Einmal mit so einem Korallton. Das ist die Farbe Peaches and Cream, passt auch sehr, sehr gut zu der Farbe. Relativ große Glitzerstücke sind da drin, so ein Gold, goldig. Ich schau kurz mal. Sieht ganz cool aus. Der Applikator und so groß sehen die Glitzerstücken gar nicht aus. Muss man dann auf den Lippen testen, aber dadurch, dass ich das Ganze hier eventuell noch verschenken möchte, probiere ich das jetzt nicht aus. Riecht nach Vanille, so der typische Geruch, ja, von vielen Lipglosslossen. Das ist die Farbe Watch Me Do, so ein Fliederton. Ich denke, auf den Lippen ist das dann wirklich nur ein zarter Hauch von Farbe. Hier sind eher silberne Glitzerpartikel drin. Und dann haben wir noch einen anderen Lipgloss, ein Plumping Nude Lipgloss. Der hat so einen schönen mauve-lila-farbenen Ton. Auch sehr, sehr schick. Sehr, sehr alltagstauglich alles, muss ich sagen. That's Big heißt der. Und das ist so ein Lip Plumper. Ich denke mal, der hat so einen kühlenden Effekt, so einen Minzeffekt. Der wird so ein bisschen prickeln auf den Lippen. Was haben wir noch für die Lippen? Ein Lip Pencil, Soft and Precise, so heißt der. Der ist ein rotstichiges Rosa in der Farbe Be Mine. Das ist ein Blushton, muss ich sagen. Mit dem kann ich nicht wirklich viel anfangen, ne? Also das ist die Farbe Blooming. Also Leute, ich bin sehr hell, ne? Aber was soll ich denn damit blushen? Also was soll ich denn damit erfrischen? Nüscht, das ist doch viel zu hell. Ich verstehe diese Blushfarbe nicht. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber das ist doch kein Blush. Blush muss doch ein bisschen auffrischen, so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir machen weiter mit einem Eyebrow Gel. Das ist in der Farbe 01 Brown. Da ist jetzt natürlich auch die Frage, für wen das passt, ne? Also für jemanden, der helle Augenbrauen hat, ist das natürlich nichts. Könnte derjenige dann aber als kühlstichigen Eyeliner verwenden, ne? Das kann man natürlich auch tun. Das ist jedenfalls auch mit drin. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Augen, wo wir gerade mal bei den Augenbrauen waren. Wir haben hier einen Eyeliner, den 18 Stunden Superlast Eyeliner in der Variante Waterproof. Der ist schwarz und hat eine... so eine Filzspitze. Und hier haben wir ein Long Lasting Eye Pencil in der Farbe Gold Bling. Der soll auch 18 Stunden halten und waterproof sein. Der sieht sehr anständig nach Weihnachten aus, muss ich sagen. Oh yes, ein sehr, sehr schöner Goldton. Ihr merkt schon, ihr könnt Alltagslook mit den Sachen kreieren, aber auch etwas weihnachtlichere Looks, ne? Finde ich sehr schön. Hier haben wir ein Super Curl Volume Mascara Eye Opening. Nichts Waterproof-mäßiges, nö, auch nicht Water, nö. Und die Bürste sieht spannend aus, die ist curvy und hat solche kleinen Fasern dran. Also eine Gummibürste mit kleinen Stacheln dran. Und noch ein Kajalpencil in der Farbe Beach Bum. Ein richtig schöner türkiser Eyeliner. Dann habt ihr noch einen Eyeshadow und zwar einen matten. Und zwar richtig krass dunkel. Das ist fast ein Schwarz, es ist aber eher so ein Anthrazit, ne? Aber ein sehr dunkles Grau, ein sehr dunkler Anthrazitton. Die Farbe heißt Soul. Es soll ein matter Ton sein, aber wenn ich mir den von nahen, ganz nahen angucke, entdecke ich da so leichte Schimmerpartikel. Aber nur ganz vereinzelt. Er wird aber schon matt sein, ansonsten würde es nicht draufstehen, ne? Oder? Glow Like a Mermaid Highlighter. Was ist das bitte für ein krasses Produkt? Ich frage mich, wie dieser Highlighter auf dem Gesicht aussieht, wenn man dadurch alle Farben durchgeht. Also das ist echt mutig. Kenne ich so auch gar nicht. Ist echt ein super interessantes Produkt. Super spannend. Ich glaube, damit machst du auf jeden Fall Eindruck.
Könnte man natürlich auch punktuell nehmen fürs Augen-Make-up, wenn man mit einem ganz, ganz feinen Pinsel da reingeht, ne? Kriegt man auch so leichte, schimmernde Pastellfarben daraus. Sieht echt super interessant aus, das Teil. Passend dazu habt ihr Lidschattenapplikatoren. Kennt ihr die noch aus den 90ern, wo Lidschatten gerade das erste Mal rauskam? Da gab es solche Applikatoren immer dazu. Mag man oder mag man nicht, ne? Was haben wir hier noch? Oh, noch ein Eyeliner. Ein 2-in-1 Eyeliner Pen. Einmal habt ihr eine in schwarz, eine dünne Seite. Und zwar die. Das ist die Thin Seite. Und dann habt ihr noch eine Thick Seite. Das ist also die dickere Spitze. 2-in-1. Nee. Der Karton ist leer, aber drei Produkte liegen noch vor mir. Und zwar habt ihr einmal Click and Go Nails von Essence hier mit drin, die ihr als Geschenk verpacken könnt. Die kommen einfach so auf euren Naturnagel drauf. Fragt sich, ob das hält. Ja, das sind selbstklebende Kunstfingernägel. Ich habe damit keine Erfahrung. Ballert mir das ruhig mal in die Kommentare, ob ihr die Produkte, die hier drin sind, kennt und was ihr von denen haltet. Damit ich mir da mal einen besseren Überblick verschaffen kann, was die Produkte so können. Einige kenne ich natürlich von Essence, aber nicht alle. Jetzt kommen wir zu den zwei Highlight-Produkten, wie ich finde, so ein bisschen aus diesem Adventskalender-Sortiment. Und zwar sind das magnetische Wimpern hier, Lash On, Lash Off. Die dienen dazu, euren eigenen Wimpernkranz leicht zu verdichten. Ihr seht das schon, es sind keine Hammerwimpern, aber ihr klickt die halt aufeinander mit einem magnetischen Verschluss. Und die sehen so aus, als wenn sie nicht für den ganzen Wimpernkranz reichen, sondern nur im äußeren Drittel zum Beispiel. Und damit könnt ihr halt, wie der Name schon sagt, kleine Volumeneffekte setzen. Finde ich interessant, vor allen Dingen für Weihnachten eignet sich das. Ihr müsst nicht mit Kleber arbeiten, sondern könnt nur mal für diese Tage dann Wimpern ausprobieren, falsche Wimpern. Und die finde ich ja fast am schönsten hier, ne? Nagelsticker, Leute. Schaut aber mal bitte, wie schön die sind. Magic Spell in Gold. Also, die sind so hübsch. Das ist für mich eines der absoluten Highlights hier an diesem Adventskalender. Die müssen einfach ausprobiert werden. Die sind so, so schick. Und das war schon das letzte Produkt dieses Adventskalenders. Die Box ist leer. Und damit könnt ihr die Tüten befüllen, je nachdem, wie ihr die Tüten halt befüllen wollt. Wenn ihr halt wisst, die Person, für die der Kalender sein soll, steht total auf Nagelsticker, kommt das natürlich wahrscheinlich ins 24. Türchen. Oder wenn die Person dann halt am 7. Dezember Geburtstag hat, packt ihr das in das 7. Türchen. Sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, was ich an diesem Do-it-yourself-Kalender sehr, sehr schön finde. Und ihr spart einfach Verpackungsmüll, ja. Sehr viel Plastemüll spart ihr einfach dadurch, dass diese kleinen Türchen nicht eingestanzt werden müssen und. Das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, was die Adventskalender-Sachen so angeht. Aber dieser Adventskalender ist sein Geld auf jeden Fall wert. Der kostet 19,95, wenn mich nicht alles täuscht. Ich blende euch das hier jetzt gerade nochmal ein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Shoppen. Vielleicht ist das ein oder andere Bundle ja für dich dabei. Und du gönnst dir vielleicht einen Adventskalender, den du selber bastelst. Oder du lässt ihn dir basteln und beschenkst dich dann damit so ein bisschen selber. Und den anderen Kalender kannst du dann an deine Person deiner Wahl verschenken. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, eine schöne erste Adventszeit, eine schöne Herbstzeit. Und ich würde sagen, bleib gesund und munter. Wir sehen uns alsbald wieder hier auf meinem Kanal, vielleicht sogar schon morgen. Bis dahin, bleib gesund und munter. Ciao.